Hallo, hey meine Süßlinge, welcome back to my channel. Heute lese ich euch eine Geschichte aus einem alten Kinderbuch von mir vor. Das ist super, super alt. Das heißt Das Pferd von Meister Klecks. Ich weiß noch, wie ich mir damals dieses Bild hier immer so lange angeschaut habe. Ich fand das so schön, weil da so viele Kleinigkeiten drauf sind, also und man immer mehr entdeckt. Ja, und dann habe ich eine neue Juwelkerze, die ich anmache für euch, mit euch. Die riecht nach Fluffy Cotton, also eine frische Wäsche. Machen wir mal an. So. Und ihr macht es euch auch schön gemütlich und bequem, so wie es für euch am besten ist. Und dann denke ich, ich lese mal etwas vor. Und ich hoffe, dass wir eine schöne, entspannte Zeit zusammen haben. Das Pferd von Meister Klecks von Rudo Morik. Ist von 1977. Wie das Märchenpferd auf die Welt kam. Es lebte einmal ein Maler, der hieß Klecks, und alle seine Freunde redeten ihn mit Meister Klecks an. Sein angeborener Name passte nicht mehr recht zu ihm, denn Klecks gehörte zu den größten Könnern in der Kunst. Er malte schöne Bilder und keine Kleckse. Aber Name ist Name. Dagegen kann ein Mensch nichts machen. Er erbt ihn und muss ihn sein Leben lang tragen. Meister Klecks trug seinen Geburtsnamen geduldig und malte umso schöner. Auf Leinwand malte er große Bilder, die sich Liebhaber an die Wände ihrer Wohnungen hingen. Und auf Papier zeichnete er kleine Bilder, die in Büchern abgedruckt wurden. Am liebsten malte und zeichnete er Bilder für Kinderbücher, weil er Kinder am liebsten mochte. Wie er sich überhaupt ein Kinderherz bewahrt hatte. Seine Kinderbilder waren köstlich, und köstlich waren darum auch die Bücher mit seinen Bildern für die Kinder. Die Kinder mochten Meister Klecks sehr, allerdings nannten sie ihn nicht Meister, sondern einfach Onkel. Onkel Klecks. Jedes Mal, wenn unser Maler warmherzig mit Onkel angeredet wurde, lächelte er unter seinen Vollbart. Jawohl, er hatte langes und dichtes Barthaar rings um den Mund und die Backen hinauf bis zu den Schläfen.
selbstverständlich war es nicht von unbestimmter Farbe, sondern vom tiefen Schwarz des Kohlenstiftes, mit dem Onkel Klecks manchmal zeichnete. Außerdem war sein Vollbart kraus. Kraus und schwarz war übrigens auch sein Kopfhaar. Er überraschte deshalb nicht, dass manche seiner Bekannten meinten, der Klecks sieht wie der Teufel aus. Ins Gesicht freilich sagten sie es ihm nicht, weil sie leidigt, weil sie nicht wussten, ob es ihn nicht beleidigt hätte. Aber es hätte ihn nicht beleidigt. War er doch eine grundgute Seele. So schnell erboste ihn nichts. Böse wurde er nur, wenn irgendwo Unrecht geschah. Eines Tages saß Meister Klecks in seinem Atelier vor dem Maltisch. Darauf stand ein Tonkrug aus den berühmten Keramikwerkstätten des slowakischen Städtchens Modra. Und aus diesem Krug ragte ein ganzer Fächer von Pinseln hervor. Darauf stand außerdem ein Glasgefäß, in dem zahlreiche Farbstifte steckten. Und darauf lagen mehrere Farbtuben sowie anderes wichtiges Malzeug herum. In der Mitte des Tisches aber wartete ein weißes Blatt Papier. Klecks saß lange davor und es drängte ihn immer mehr, etwas sehr, sehr Schönes für die Kinder zu malen. Er wollte, dass ihm gelinge, was ihm noch nie gelungen war. Aber was? Denn gab es etwas, das er nicht schon gemalt hatte? Er hatte viele, viele Menschen gemalt. Große und kleine, Kinder und Erwachsene. Er hatte alle möglichen Häuser und Hügel und Berge gemalt. Er hatte zahllose Tiere, Käfer und Schmetterlinge gemalt. Er hatte natürlich auch Schiffe und Autos gemalt, sogar Raketen mit Astronauten. Ihm fiel tatsächlich nichts ein, was er nicht bereits mit Pinsel und Stift hervorgebracht hätte. Schwerlich würde er etwas ersinnen, das ganz ungewöhnlich und völlig neu wäre. Nachdem Meister Klecks lange überlegt und sich immer häufiger den Bart gestrichen hatte, ja, als sein Kopf beinahe rauchte, da fiel ihm doch etwas ein. Ich werde ein Pferd malen, aber ich würde es so tun, dass es wie lebendig ist, damit die Kinder es streicheln können, dass sie es wiehern hören können. So muss mein Pferd sein. Kaum hatte Klecks diesen Gedanken ausgesprochen, schon griff seine Hand nach dem Pinsel und begann zu malen. Ein paar Striche und auf dem Papier erschien ein Pferdekopf. Noch ein paar Striche und der Pferdeleib war da. Weitere Striche und das Pferd hatte Beine, Schweif und Mähne. Die Mähne wehte wie im Wind und war wie aus Gold. Auch der Schweif war goldfarben und wehte. Zuletzt die Augen gemacht und vollendet stand das Pferd auf dem Papier. Es war ein Grauschimmel. Wenn der gute Meister Klecks ein Auge malte, konnte es nur meisterlich werden. Es war wie lebendig
und dazu noch sehr heiter. Das Pferd hätte damit schelmisch zu zwinkern vermocht. Aber zu wem hin, außer zu Klecks? Ein hübsches Pferdchen, ein rechtes Märchen, lobte launig der Meister sein jüngstes Werk. Wie erst würden sich die Kinder freuen, wenn es wirklich lebendig wäre, wenn es mit den Hufen scharen und auch wiehern könnte. Da plötzlich, Wunder über Wunder, scharte das gemalte Pferd mit einem Huf. Und er scharte mit dem zweiten Huf. Gleich wirrte es auch. Wirrte wie das allerwirklichste Pferd. Meister Klecks guckte und staunte. Er riss den Mund auf und bekam fast Stielaugen. Wahrlich, so etwas war ihm noch nie gelungen. Natürlich freute er sich überaus und er streichelte das Pferd zärtlich. Doch sofort zuckte seine Hand zurück. Waren denn die Farben schon ganz trocken? Schrecklich, wenn er diesem prächtigen Tier die Ohren oder die Beine verwischt hätte. Am Ende wäre aus dem Pferd gar ein Esel geworden. Aber alles war in Ordnung. Jedoch, was geschah auf einmal? Das Streicheln von Meister Klecks hatte bewirkt, dass der Grauschimmel kurz die Ohren bewegte, kurz blinzelte und unvermutet aus dem Bogen Papier trat. Sogleich sprang er zwischen die Pinsel, Farben und Stifte. Seine Hufe klapperten auf den Tisch. Doch er sprang nicht nur umher und klapperte, sondern er wuchs gleichzeitig auch. Der Grauschimmel wuchs und wuchs, bis Meister Klecks leichte Bedenken kam. Hör mal, Pferdchen, du musst herunter vom Tisch, sonst zertrampelst du ihn. Das Tier, inzwischen 30 Zentimeter hoch, wagte diesen Sprung jedoch nicht. Sofort nahm der Meister es auf die Arme und stellte es auf den Fußboden. Hier wuchs es weiter und weiter. Bald war es groß wie ein Füllen. Wenig später wie ein richtiges Pferd. Füllen bedeutet wahrscheinlich Fohlen. Verwundert betrachtete Klecks sein bisher größtes Werk. Schließlich sagte er schicksalsergeben: Nun bist du einmal da, mein Pferd, und so nehme ich dich denn an. Zuerst brauchst du einen Namen. Ich werde dich Märchen nennen, denn du bist auf die Welt gekommen, wie im Märchen. Das Pferd wirrte frohgemut, zum Zeichen wohl, dass es verstanden habe. Und es scharrte freudig mit dem Hufen. Zum Zeichen gewiss, dass es fortan das Pferd Märchen sein wollte. Märchen, ich bitte dich, scharre hier nicht, sagte Meister Klecks. Du machst womöglich Löcher in den Teppich und ich könnte mir keinen zweiten leisten. Das Pferd scharrte nicht mehr, es wirrte nur noch. Märchen, wirre hier nicht, bat Meister Klecks nun noch. Sonst kommt die Hausbesitzerin und wenn sie sieht, dass ich ein Pferd im Atelier habe,
wirft sie mich aus dem Haus. Du weißt, Pferde gehören nicht in ein Atelier oder in eine Wohnung. Das Pferd wird dann nun auch nicht mehr. Du kriegst ein Stück Zucker. Der Maler reichte es auf der flachen Hand dem Grauschimmel hin, weil du so vernünftig bist. Jetzt erst kam Klecks in den Sinn, was ihm wegen des Futters für sein Pferd bevorstand. Womit bloß werde ich dich füttern, Märchen? Ich habe weder Heu noch Hafer. Einzig ein Butterbrot kannst du von mir haben. Und er schnitt von seinem Brot eine Scheibe ab, bestrich sie mit Butter und gab sie Märchen. Das Pferd Märchen verschlang sie, leckte sich das Maul und schaute verlangend seinen Meister an. Klecks gab ihm noch eine Schnitte und noch eine. Er schnitt und strich, solange Brot und Butter reichten. Als er nichts mehr hatte, sagte er zu Märchen: Jetzt musst du satt sein, mein gutes Pferd, denn ich habe nichts mehr. Der Grauschimmel nickte zum Zeichen, dass er gesättigt sei. Er nickte so heftig, dass sich seine Goldmähne wellte. Aber wie weiter? Überlegte Meister Klecks laut. Als beratschlage er mit Märchen. Was soll ich nur machen, ich Armer? Ein Pferd darf hier nicht bleiben und einen Stall habe ich nicht. Ich hätte malen sollen wie bisher. Doch was einmal geschehen ist, lässt sich nicht mehr ungeschehen machen. Darum traf Meister Klecks eine Entscheidung. Mein Märchen, weißt du was? Wir gehen in die Welt hinaus. Gehen zu den Kindern. Für sie habe ich dich gemalt. Nun mögen sie auch ihre Freude an dir haben. Sie sollen dich erleben und sehen. Ist es dir recht so? Beinahe hätte das Pferd wieder gewirrt. So recht war es ihm. Doch ihm fiel gerade noch rechtzeitig ein, dass es im Atelier nicht wehren durfte, wenn es Meister Klecks keinen Ärger bereiten wollte. Wir warten die Nacht ab, meinte der Meister. Und dann, wenn alle schlafen, ziehen wir los. Das Pferd nickte jetzt zum Zeichen, da es verstanden hatte. Besonders auf der Treppe musst du aufpassen, mein Pferd. Du musst vorsichtig schreiten, damit du nicht ausrutschst und dir ein Bein brichst. Außerdem darf die Hausbesitzerin nicht aufwachen. Sie würde schrecklich schimpfen, wenn sie mich mit dir auf der Treppe erblickt. Ja, ja, verstanden, deutete das Pferd wieder durch Kopfnicken. Eines noch, mein gutes Pferd, damit wir nicht nutzlos unter die Kinder gehen, male ich einen Wagen, auf den wir alle meine Bilderbücher laden. Wir werden sie an die Kinder verteilen. Ist das ein guter Gedanke von mir, Märchen? Da konnte sich das Pferd nicht halten und wehrte ganz kurz. Still, still, mein Pferd, bat der Maler und warf Märchen seine zwei letzten Stück Zucker zu. Er hatte sich damit den Kaffee süßen wollen. Dann malte er den Wagen. Es wurde ein hübsches Fahrzeug mit verzierter Kastenwand und einem hohen Kutschbock, auf den der Meister sitzen würde. Für Märchen malte er einen Kund mit Kopfgestell sowie, versteht sich, Zügel,
Peitsche malte er keine, wozu auch. Mit Märchen würde er stets gut auskommen. Das Wagenbild auf dem Papier aber streichelte er erst, nachdem er Märchen in finsterer Nacht die Treppe hinunter und vor das Haus geführt hatte. Er lud noch die Bücher auf und eines war schöner als das andere. Nun konnte es losgehen. An sich selbst hatte der arme Klecks nicht gedacht. An seinen Hunger, den hatte er ganz vergessen. Was hätte er an Essbarem auch aufladen sollen, wenn ihm nicht einmal ein Stückchen Brot verblieben war? Nun ja, bis morgen würde er schon aushalten. Er zog sich den breitkrempigen Hut in die Stirn und rief: »Los, Märchen, los, wir fahren in die Welt!« Jetzt durfte das Pferd freudig und laut wiehern. Es durfte Hufe klappernd losziehen. Ruckartig war die erste Bewegung. Auf den hohen Kutschbock saß stolz Meister Klecks. Er lachte frohgemut und sang, was ihm gerade einfiel. Hottehü, mein Märchenpferdchen, Hottehü, Hottehü, mein Märchenpferdchen, Hottehü, es leuchtet uns der weiße Weg zum Ziel. Wir fahren Märchenbücher ohne Mühe. Ihr könnt euch freuen, ihr könnt euch freuen, Kinder freuen viel. Der graue Schimmel klapperte dazu mit den Hufen und Takt. Und im Takt ratterte auch der Wagen dazu. Das war das erste Kapitel von Meister Klecks mit seinen Pferdchen Märchen. Vielleicht hat euch das Buch ja gefallen. Und ich lese demnächst dann noch einmal hieraus vor. Dem er jetzt auf dem Weg ist zu den Kindern, denn den Kindern will er das Pferd zeigen und auch seine vielen schönen Kinderbücher. Ich wünsche euch eine gute Nacht und schlaft schön, träumt schön. Bis zum nächsten Mal, eure Ina. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao. Der Letzte macht das Leben.